Hi, ich bin die Niki und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu diesem besonderen Workout. Denn wir werden Cardio und Kraft miteinander vereinen und alles, was du brauchst, ist dein Stepper. Wir werden 10 Minuten Cardio machen, 10 Minuten Kraft und so werden wir das immer im Wechsel trainieren und dann werden wir am Ende ein 50-Minuten-Workout haben, wo wir wirklich schweißtreibend war, wo für die Muskeln anstrengend war und wo du dann auch hoffentlich richtig auf deine Kosten kommst. Falls du irgendwelche Einschränkungen hast, dann bitte, bitte pass auch hier wieder auf dich auf. Schau immer, dass du in deinem Level trainierst und ja, ich würde sagen, Stepper auf die mittlere Stufe und es kann losgehen. Wir werden jetzt erstmal zusammen den Stepper hochstellen und zwar habe ich euch hier auch einen kleinen Tipp. Ich habe hier so kleine Zewa-Einlagen zwischen diesem Verstell-Dings und meinem Stepper, dass der Ton einfach ein bisschen abgefedert wird. So. Richtig schön einrasten und dann umdrehen und los kann's gehen. Gut, atme mal tief ein und ausatmen. Tief einatmen und aus. Mach dich erstmal schön lang und aus nochmal. Wir wärmen uns erstmal ein bisschen auf, dass auch alle Gelenke schön warm sind. Und Tip Front. Einmal rechts und links. Ganz easy. Wir müssen uns erstmal an die Höhe des Steppers gewöhnen, denn auch ich mache oft oder meistens mit dem Stepper unten, aber natürlich diagonal Tap. Bei einer Cardio-Einheit macht es durchaus Sinn, den Stepper auch mal hochzustellen. Deswegen hier einmal rechts und links. Griff dich langsam ein. Achtung, mal auf den Boden. Einfach nur rechts und links auf den Boden tippen. Wie gesagt, wir machen uns erst ein bisschen warm. Noch 4, 3, 2. Achtung, Double Tap auf den Step. Tap, Tap, Double Tap. Double. Zack, Zack. Nimm die Arme schon locker mit. Noch 4, noch 3. Noch 2 und Achtung, Tap up, Tap up, Tap up. So, und auch hier, du merkst schon gleich, hier hochsteigen ist doch um einiges anstrengender, wenn wir immer den Stepper tief haben. Und deswegen versuch mal richtig schön immer hoch und Tap. Richtig schön die Hüfte strecken, beziehungsweise das Knie strecken. Denn wir wollen jetzt ja richtig ein Cardio-Workout haben und wenn du hier unten immer nur rumdümpelst, dann ist es natürlich hart so anstrengend. Deswegen, komm nach oben. Hopp, tap. Gut. Nimm mal die Arme locker mit. Einfach nur rechts und links. Gut. Beide Arme vor und rück. Los geht's. Beide Arme vor und rück. Richtig aktiv. Hopp, tap. Du kannst natürlich auch ein paar Hanteln in die Hand nehmen, wenn du möchtest und ein bisschen intensiver magst. Hopp, tack. Noch 4, noch 3, noch 2. Achtung, immer rechts, links im Wechsel. Rechter Arm, linker Arm. Rechter Arm, linker Arm. Nimm den Arm mal über Kopf, streck dich lang. Einmal Arm über Kopf. Noch 4, noch 3, noch 2. Und beide Arme hoch und tief, hoch und tief. Hoch. Noch 4, 3, 2 und Achtung, mal nach vorne und zwar über die Seite. Über die Seite. Gut, beide Arme gleichzeitig über die Seite. Hüpp.
4, 3, 2 und der letzte. Und mal nur Tab Up, nur Tab Up. Gut, auch hier nehmen wir jetzt mal die Arme hoch und tief. Und zwar beide gleichzeitig hoch und tief, hoch und tief. Nimm sie aktiv an die Seite nach hinten. Hopp und tief. Also das heißt nicht nur nach unten fallen lassen, sondern richtig aktiv nach hinten schieben. Noch 4, noch 3, noch 2 und schneller. Go, hopp, tack. Hopp, tack. 4, 3, 2 und locker. Knee lift. Nimm dein Knie nach oben, Knee lift. Nur als Warm-up, dass du richtig schön das Knie mal nach oben ziehst. Ja. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2. Nimm die Arme mit, auch hier wieder diagonal. Hopp, lang. Hopp, lang. Noch 4, noch 3, noch 2. Wir versuchen mal inzwischen. Duck, duck, hopp. Duck, 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 hopp. Einmal die Arme vor und rück. Zack, bap, bap. Einer noch. Und tap up. Einfach nur die Arme shake, shake. Aber ganz egal, wir bleiben im Tap Up. So. Folgendes. Ich brauche nur einen Knee gleich und dann gehen wir in die Basic über. Und machen wir die Basic einfach hintereinander weg. Gib mir mal Single Knee. Single Knee. Basic. Links, rechts. Ich bin dein Spiegelbild. Das heißt, du nimmst das linke Bein. Links, rechts. Links, rechts. Achtung. Single Knee. Basic. Keine Angst, das ist die größte Choreo, die wir jetzt im Moment machen. Wir brauchen diesen Single Knee einfach, um aufs andere Bein zu kommen. Und 4, 3, 2. Single Knee. Und dann komm vor und rück. Nimm die Arme hier wieder mit, werd mal aktiver. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und nochmal. Knee lift. Go. Knee lift. Basic. Arme wieder vorrück. Aktiv. Zieh mal die Ellenbogen hoch. Vorrück. Und Knee lift. Go. Knee lift. Und wieder vorrück. Die Ellenbogen gerne auf Schulterhöhe und die Schulterblätter mal aktiv hinten zusammen. Hopp, hopp. 4, 3, 2, Knee lift. Und nochmal. Hopp. Zack, zack. Lass die Arme. Noch 4, 3, 2 und Knee lift. Hopp, zack. Und nochmal. Vorrück. Wenn du jetzt die Choreo, oder beziehungsweise, ich sag schon Choreo, wenn du das Cardio-Training, Knee Lift, nochmal machen möchtest, wie gesagt, gerne auch mal Hand in die Hand. Noch 4, 3, 2 und einer noch. Go, Knee Lift. Und dann komm nochmal hoch und tief. Nimm die Hände wieder an die Seite. Denn wir wollen uns jetzt mal nur auf die Füße konzentrieren. Hopp, hopp. Vorrück. Und Knee Lift. So. Wir machen jetzt einen kleinen Finisher vom ersten Block. Und zwar hier unten Jogging. Wenn es dir zu viel ist, dann bleib genau in diesem Schritt. Okay? Knee Lift. Hopp. Und Jogging. Hoch, tief. Hoch, tief. Du kannst hoch joggen, runter laufen. Hoch joggen, runter laufen. Oder du joggst die ganze Zeit. Knee lift.
Hop, Knie und Jog. Pass aber auf beim Untenkommen. Hop, hop. Zack, zack. Zack, zack. Und Knee lift. Und nochmal hop, hop. Jogging. Ja, wenn man denn nicht draußen bei dieser Kälte joggen gehen möchte, dann macht man das doch einfach im Wohnzimmer. Sing die. Und nochmal. Und da spart man sich den Crosstrainer. Und da spart man sich auch diesen Treppensteiger. Braucht man alles nicht. 4, 3, 2 und go. Knee lift. Und nochmal. Tack, tack. Zack, zack. Noch 4, 3, 2 und nochmal Knee lift. Und dann kommen wir zum Finisher vom ersten Block. Jogging, jogging. Bleib mal dabei. Die letzten 4, 3, 2 Knee lift. Wir machen 2 Musikböden durch. Du joggst, nimm die Arme wieder vorrück. Bleib dabei. Wir bleiben hier und joggen weiter. Nimm die Arme mit. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und Achtung, Knee Lift. Letztes Mal, vorrück. Auch hier wieder Arme mitnehmen. Zack, zack. Nimm die Schultern hinten zusammen. Bap, bap. Bleib dabei. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Und tap up, tap up. Komm langsam runter. Ersten Block hast du schon geschafft. Trink ein Schlückchen. Wir kommen jetzt zu unserem Kräftigungsblock Nummer 1 und zwar marschier auf rechts. Richtig schön Matsch. So, du gehst mal in die Nähe deines Steppers und zwar so zur Seite, dass dein rechter Fuß am hinteren Ende deines Steppers ist und du marschierst. Noch 4, 3, 2 und Achtung, geh mal mit dem rechten Fuß auf den Stepper. Hopp. Zack. Und du merkst es schon richtig, oh oh, dieser Höhenunterschied ist richtig, richtig anstrengend. Und dann möchte ich natürlich, dass du jetzt volle Karacho dich vom Brett wegdrückst. Richtig schön hoch, hoch. Wenn du jetzt merkst, du hast Knieprobleme, dann stell den Stepper gerne ein bisschen tiefer. Hüpp. Versuch mal hier, dich hier richtig hoch zu katapultieren und komm jetzt in die Mitte. Hüpp. Richtig schön hoch. Zack. Versuch deinen Fuß in den Stepper rein und dich vom Stepper in die Höhe zu katapultieren. Und komm ans Eck. Vorne. Push. Push. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Du kommst einmal ums Eck. Du solltest mich jetzt schön frontal sehen. Push, push, push. Noch 4. Wir sind ein Spiegelbild. Das heißt, dein rechter Fuß ist hier oben. Achtung, marschier mal ein bisschen breiter. Aber schau, dass du nicht deinen Stepper wegschiebst, sondern versuch dich trotzdem noch vom Boden wegzudrücken. Gut. 4, 3, 2. Bleib mal hier, komm mal auf 2 tief. Und hoch. Dein linkes Bein streckst du richtig schön nach oben aus. Trotzdem geht dein Gewicht schön in die Mitte. Und du kommst tief, tief, hoch und pro fest. Versuch den Oberkörper mal möglichst gerade zu lassen. Tief, tief. Und ich weiß, es fühlt sich merkwürdig an, wenn man so asymmetrisch arbeitet. Tief, tief, hoch und pro fest.
Hüpp, hüpp. Noch 4, 3, 2 und Achtung, Singles. Komm tief. Tief. Und hoch. Zack. Noch 4, 3, 2. Du kommst mal auf 3 tief. 3, 2, 1 und komm hoch. 3, 2, 1 und hoch. Und hoch. Ein letzter. Achtung, schau mal von deinem Stepper weg und komm mal hier tief in eine Kniebeuge, in einen Ausfallschritt. Tief, tief, hoch. Oberkörper schön aufrecht. Dein Knie geht tief und du kommst wieder hoch. Versuch dein Knie hinten abzutauchen. Dein Fuß bleibt auf dem Stepper. Und pull fest. Tief, tief. Die letzten. 4, 3, 2. Im Tempo 8 Stück. Los geht's. 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 3, 2. Und hier bleibst du mal unten. Halt mal unten und push ganz kleine. Push. Oberkörper schön aufrecht. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und locker marschier auf links. Links. Du kommst auch hier wieder ans Ende deines Steppers und marschierst. Hopp, hopp. 4, 3, 2 auf den Stepper. Hopp. Jetzt weißt du ja schon, worauf ich hinaus möchte. Komm richtig schön nach oben. Push, push. Zack. Hopp. Vom Brett wegdrücken. Zack. 4, 3, 2. Komm zur Mitte. Hopp. Zack. 4, 3, 2 und nach vorn. 8, 7. Drück dich richtig schön lang weg. Noch 4, noch 3, noch 2. Und komm ums Eck. Hüpp. Jetzt solltest du mich wieder schön sehen. Push, push. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Und marschier mal hier breit. Auch hier die Kraft in den Stepper. Nicht wegdrücken. Noch 4. Ja, bleib noch, marschier noch. Die letzten 8, 7. Noch 4, 3, 2 und Achtung, komm mal 2 tief. Tief, tief, hoch und puff fest. Und auch hier schaust du wieder, muss mich nochmal richtig platzieren, dass die Knie nicht nach innen fallen und richtig schön mit den Knien zu den Zehen schwitzt. Gewicht in die Mitte. Bleib dabei. Tief, tief, hoch und hoch fest. Auch hier Single Time. Los geht's, komm. Tief und hoch. Hüpp. Und drück dich mit dem rechten Bein schön weg. Hüpp. Noch 8 Stück. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3,
2 und 3 tief, 1 hoch. 3, 2, 1 und komm hoch. 3, 2, 1 und hoch. Und Achtung, du gehst in den Ausfallschritt zur Seite. 2 tief und 2 nach oben. Tief und hoch. Schau, dass dein Knie vorne ungefähr auf Sprunggelenkshöhe ist. Das heißt, dass es nicht zu spitz wird, dass du richtig schön das Gewicht auf dem hinteren Bein hast. Tief, tief, hoch und po fest. Im Tempo, los geht's. 8, 7, 6, 5, 4. Wir bleiben. Unten halt die Power. Halt mal hier. Halten. Die letzten. 4, 3, 2 und der letzte. Und locker. Marschier am Platz. Puh. Auslockern, Beine auslockern. Durchatmen. Marschier. So, Cardio-Block Nummer 2 steht auf dem Plan. Und zwar komme ich da zu dir, denn es wird ein bisschen komplizierter vom Schritt. Jedoch nicht abschrecken lassen, denn wenn du den Schritt drauf hast, ist er wirklich einfach. Okay? In 4, 3, 2 und Achtung, gib mir mal 4 Basics. Rechts, links. Rechts, links. Achtung. Beinwechsel, komm mal auf links hoch. Links, rechts. Links, rechts. Ich brauche so einen Tap dazwischen. Und Achtung, rechts, Tap. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Und Achtung, Tap. Komm mit links hoch. Links, rechts. So, diesen Tap brauche ich jetzt jedes Mal, denn wir haben jedes Mal einen Beinwechsel. Und Tap. Hopp, hopp und Tap. Links, rechts. Rechts, links. Rechts, links, hopp, tipp. Gut. Dabei bleibst du jetzt mal und nimmst dir die Arme vor und rück mit. Tap. 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 Gut. Die Arme lassen wir mal weg, denn wir verändern wieder ein bisschen die Beine. Und das wird jetzt wirklich, wir kommen nämlich ins Eck. Hopp, 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 tap. Tap. Versuch mal mitzukommen. Oben, oben, tief, tap. Hoch, hoch, tief, tap. Ich bleibe ein bisschen dabei, denn das wird jetzt richtig schön anstrengend. Wir werden uns richtig auspowern mit dem Schritt hier. Tap, hopp, hopp, hopp. Und du kannst schon dich so ein bisschen vom Stepper weglösen. Hopp, hopp. So ein Cha-Cha. Tap. Noch sind die Arme ruhig. Natürlich kannst du sie immer schon so ein bisschen mitnehmen. Hopp, hopp, tap. So, meine Arme wollen. Ich hoffe, deine auch. Komm mal hier hoch. Tap, hoch, tap. Tap. Gut. Tack, 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 tap. Und dann kann man richtig groß werden. Und springen. Schieb dich weg vom Boden. Ich hoffe, du hast genug Platz hier an der Decke. Zack. Gut. Ich verrate schon mal Folgendes. Das wird nicht das letzte Mal sein, wo wir diesen Schritt hier machen. Und zwar machen wir den anders auf dem Step. Aber jetzt bleib noch mal dabei. Einer noch. Tap. Und komm wieder zurück. Tap. Tipp. Wir machen das Ganze auch hier auf der Seite. Und zwar hoch, 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 tap. Oh, tap. Jetzt war ich kurz draußen hier. Ich hoffe, du bist wieder drin. Duck, duck, tap. Oder warst schon drin und ich noch nicht. Das kann natürlich sein. Auch hier. Hopp, hopp,
Schön hoch und tief tap. Zack, zack, zack. Komm hoch, nimm die Arme mit. Tap. Und Arme mit nach oben. Tipp. Noch 4, 3, 2 und bleib nochmal. Bleib nochmal. Tap. Hoch. Tap. Rechts, links. Tipp. Gut. Wir brauchen den nochmal. Tipp. Aber wir kommen erstmal marschier in Tap Up. Tap Up. Gut. Also, das ist unser Grundschritt, den wir brauchen. Und jetzt kommen wir hier. Achtung, in 4, 3, mal nur ins Eck tap. Tap up and down. Tap up and down. Bleib dabei. Hopp. Ich wandle nur ein bisschen um den Stepper. Gut. Also, geht's ums Eck von deinem Stepper. Und auch hier tap up, tap down. Die letzten 4. Wir brauchen jetzt den Schritt, den wir von Anfang an gemacht haben. Und das Ganze machen wir längs über den Step. Los geht's. Hopp, 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 tap. Richtig schön groß. Bap, bap. Zack, zack, zack. Bleib dabei. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2 und Achtung, bleib hier nochmal tap up, tap down. Gut. Auch hier bleiben wir mal. Komm hier auf und ab. Nimm die Arme diagonal mit. Hopp, zack. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Wir konzentrieren uns nur auf die Beine. Komm nochmal rum. Ausgangsposition. Hopp, tap. Und auch hier wieder hoch. Und hoch. Hoch. Gut. Achtung. Tap up. And hier. Tap up. Gut. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Bleib mal hier. Hoch und tief. Hoch und tief. Up and down. Auch hier kommen ums Eck. Up and down. Hoch und tief. Jetzt fange ich schon ganz schön wieder an zu schwitzen. Let's go, komm rüber. Hopp, hopp, hopp. Tap. Mach das groß. Zack, zack. Tipp. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Und der letzte. Und tap up. And down. So, auch hier bleiben wir. Hopp. Tipp. Und hier nehmen wir die Arme hoch über Kopf. Versuch hier richtig schön auf den Stepper drauf. Hopp, zack. Noch 4, 3, 2. Und Arme locker, nur tap up. Komm wieder hier nach vorne zurück. Tap, hopp, tap. Gut, noch 4, noch 3, noch 2 und nochmal tap up. Rechts und links. Gut, nimm die Arme mit. Hopp. Noch 4, 3, 2 und nochmal. Knee up, single knee. Knee lift. Fürs Knie richtig schön hoch. So, nimm deine Arme mit. Hopp. Hopp. Zack. Richtig schön nach oben. Noch 8, 7,
6, 5, noch 4, 3, 2 und letzte. Und locker. Bleib im Knee-Lift. Knee-Lift. Richtig schön vom Stepper wegdrücken. Noch 4, 3, 2, kick mal. Kick, hopp. Und kick, hopp. Nimm deine Hände hier hoch. Und box immer rechts und links im Wechsel. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Und nochmal Tap up, Tap up. Wir holen unsere Schritte von Anfang an wieder zurück und gehen mit Schwung über den Step und tippen auf der anderen Seite. Mach dich bereit in 4, 3, 2. Komm rüber. Hopp, hopp, tap. Finale quasi von dem Lock. Hopp, hopp. Und tap up. Hopp, tap. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und Achtung, komm hier. Hopp, hopp, tap. Bleib dabei. Zack, 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 tap. Und tap up. Kick. Kommt doch irgendwie alles ein bisschen wieder. Hopp, hopp. Noch 4. 3. 2. Und der letzte. Und tap up. Du hast es geschafft für Block Nummer 2. Trink ein Schlückchen. Mit dem Kraftblock Nummer 2 und zwar für den Oberkörper. Ich nehme meinen Stepper mal zur Seite, einfach dass du mich besser siehst. Kannst du auch gerne machen. Deine Hände gehen mal auf den Step und deine Schultern direkt über deine Hände. Schau, dass deine Schultern weit weg von den Ohren sind. Halt mal hier die Spannung, Po richtig schön fest und zieh mal rechts und links dein Knie ran und weg. Ran und weg. Schau, dass deine Schultern über den Händen bleiben. Ran und weg. Deine Hüfte bleibt. Noch 4. 3. 2 und letzte. Stell mal deine Knie auf und komm mal 2 tief und hoch. Wenn es dir unangenehm ist unter den Knien, kannst du natürlich gerne deine Matte ausbreiten. Und hier einfach unter die Knie legen. Oder natürlich, du machst das Ganze im langen Hebel. Po fest. Tief, tief. Die letzten. Und der letzte. Bleib nochmal oben. Halt die Spannung. Komm nochmal rechts und links. Immer heran und weg. Ganz, ganz wichtig, dass deine Schulter über den Händen bleibt. Hopp. Zack. Immer im Tempo, rechts, links. Die letzten. 4, 3, 2. Wir machen nochmal 4 schöne Liegestütze. Komm mal tief. Und hoch. Po fest. Gerne auf den Knien. Schau, dass der Ellenbogen nach hinten kommt. Einer noch. Tief, tief. Und locker. Schultern kreisen, locker machen. Oh Mann. Ich hätte vielleicht doch meine Haare zusammen machen sollen. Du kommst dann mit den Händen hier vorne an deinen Stepper.
Dein Popo ganz nah am Stepper, deine Füße sind aufgestellt. Drück dich mal hier raus aus den Schultern, Brust raus. Komm hier zwei tief und zwei hoch. Dein Ellenbogen zeigt nach hinten und schau, dass die Schultern nicht rauskommen. Nicht zu den Ohren, dein Hals ist immer ganz lang. Tief, tief, hoch und Po fest. Und fest. Zack. Ellenbogen zeigt richtig schön nach hinten. Hopp, hopp. Komm mal im Tempo. 8, 7, 6. Dann wäre sogar ein noch höheres Stepper gut. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Und locker. Popo mal abseits die Schultern. Weit weg von den Ohren. Mal kreisen. Oberkörper ausbringen. Die Hände nochmal an den Stepper. Achtung, du kommst mit dem Popo mal tief. Und drück dich nach oben. Komm mit dem Popo tief. Und schieb dich lang hoch. Tief. Po fest. Bisschen was für den unteren Rücken. Und den Popo nochmal. Und hoch, hoch fest. Nimm mal ein Bein. Hoch und fest. Tief, tief. Schau wieder, dass du hier nicht durchhängst, sondern drück dich aktiv raus. Tief, tief und Beinwechsel. Tief und fest. Und locker. Nochmal absetzen, nochmal kurz die Handgelenke bewegen. Ja, das ist doch sehr oberkörperlastig, wie ich schon erwähnt habe. Die Hände nochmal unter die Schulter. Schulter nochmal weit weg von den Ohren. Halt mal hier die Spannung. Nochmal rechts und links. Ran und weg. Zweite Runde von beidem. Die 4 Übungen machen wir nochmal durch. Und Liegestütze, los geht's. Komm tief und hoch. Tief. Tief, tief. Und nochmal rechts und links ran. Rechts, links. Zack. Also, zack und weg. Nochmal 4 schöne Liegestütze, los geht's. 1, 2, 3 und der letzte. Und nochmal rechts und links im Wechsel im Tempo. Zack, lass die Hüfte schön fest. Die Schultern über den Händen. Zack, zack. 4, 3, 2 und locker. Handgelenke nochmal durchbewegen, Oberkörper durchbewegen. Gut, die Hände, Arme locker. Komm nochmal auf den Stepper. Wenn du mehr möchtest, kannst du die Beine lang machen. Ansonsten stell sie wieder auf, drück dich aus den Schultern raus. Komm 2 rück und 2 hoch. Und jetzt probieren wir noch den Popo ganz nah am Stepper vorbei. Rück. Rück. Je länger die Beine, desto anspruchsvoller. Rück. Brust raus. Noch 8 im Tempo. 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2 und letzte. Und locker. Gut. Schulterbrücke. Dieses Mal jedoch anders. Dieses Mal legst du dich hier in Rückenlage. Und wie gesagt, du kannst gerne ein Handtuch auf den Boden legen. Die Füße aufgestellt. Und hier kommst du mal. Arme tief. Mit der Hüfte schön hoch. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Richtig schön auf. Po fest. Und wieder tief. Nimm mal das rechte Bein zu dir. Hoch. Tief. Gerne auch Bein lang. Und wenn du möchtest, kommt das Bein mit tief. Dann merkst du, wie es richtig anstrengend wird.
Und beim Wechsel, andere Seite. Versuch richtig die Ferse in den Stepper reinzudrücken. Und auch hier wieder gern das Bein tief nehmen. Fast vergessen. Beide gleichzeitig. Hüfte hoch und tief. Und Ferse mal in den Stepper rein. Po fest. Dass du richtig schön den Stepper unter dir in den Boden reindrückst. Im Tempo 8 Stück. 8. 7. Noch 4. 3. 2 und letzte. Und locker. Gut. Du gehst jetzt nochmal mit dem Po-Backen auf den Stepper und wir machen ganz zum Schluss Schultern locker. Noch richtig schön was für den Bauch. Und zwar darfst du deine Füße anheben und du kickst mal rechts und links. Immer das Bein weg. Rechts ranholen, links ranholen. Oberkörper schön aufrecht. Noch 4, 3, 2 und Achtung, beide Beine lang und weg, lang und weg, lang und ran, zack. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 3, 2 und eine letzte und locker. Mit dem Bauch ist noch nicht genug. Wir gehen mit den Ellenbogen mal auf den Stepper, auf das Step-Rep. Die Schultern unter, über den Händen so rum. Drück dich aus den Schultern raus. Halt mal hier die Spannung. So, dreh dich mal zu mir. Dein Unterarm kommt auf den Step. Und wenn dir das jetzt unangenehm ist mit den Noppen oder so, kannst du gerne ein Handtuch drunter legen. Halt mal hier die Spannung. Komm mit der Hüfte tief und hoch. Tief und hoch. Zack. Und halt nochmal die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, die letzten 2 und der letzte. Komm nochmal in den Unterarmstütz zurück und dreh dich nach hinten und halte die Spannung. Halt die Spannung. Brust raus und auch hier komm tief, Hüfte tief, auf und ab. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und letzte. Und komm nochmal in den Unterarmstütz und hier hältst du. Einfach nur halten. Po-Backen fest. Drück dich raus von den Schultern. Halt die Spannung. Wir machen einen kleinen Finisher. Du holst rechts und links die Knie nach vorne. Rechts, links. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte und locker. Gut, du hast es geschafft und ich würde sagen, wenn wir den Stepper schon haben, drehen wir den Stepper nochmal um und hier tippst du mal ganz locker auf den Stepper, rechts und links. Um mich ein bisschen auszugrooven. Gut, wir sind jetzt bei Block Nummer 3, Cardio Block Nummer 3.
den Repeater. Und der Repeater besteht aus 3 Knee-Lifts. Achtung, wir starten mal hier. Auf links. 3, 2, 1. Nochmal. 3, 2, 1. Bleib dabei. Und zwar, schau mal, dass du richtig schön das Knie nach oben ziehst und tipp. Das heißt, du bleibst nicht hier unten und machst den Repeater. Das geht auch, aber wir wollen hier richtig schön Cardio machen. Das heißt, große Bewegung, schwungvolle Bewegung. Hopp. Bleib dabei. Hopp. Tap up. Gut, es wird nicht super kompliziert, deswegen bleibe ich hier auf der Seite. Ich hoffe, du kommst trotzdem mit und ich gehe davon aus, denn wie gesagt, es wird nicht schwer. Nochmal Repeater 3. Gut. So, wir machen ein paar Variationen mit diesem Repeater. Und zwar gehen wir schon gleich mal in einem Knie unten, oben. Einen oben, unten, oben. Okay? Und du merkst auch schon hier, du musst richtig wegdrücken, um wieder nach oben zu kommen. Zack. Gut. Bleib dabei. Nochmal. Hopp. Tief. Hoch. Ich würde sagen, wir nehmen die Arme mit, weil ihr wisst ja, je mehr Arme, desto anstrengender wird's. Machen wir die Arme breit ran. Breit ran. Nochmal. Oben, tief. Das ist auch koordinativ anspruchsvoll. Nochmal. Oben. Und hoch. Hopp. Tief. Nochmal. Daumen zeigt nach hinten. Versuch jedes Mal die Schulterblätter hinten zusammenzubringen. Die Arme nochmal lösen. Tipp. Wir machen ein Knie oben, ein Tipp unten, ein Knie oben. Oben, Tipp unten und oben. Gut. Und hier bist du mal ein bisschen größer. Das heißt, der Tap kommt mal ein bisschen weiter nach hinten. Hopp, Tap. Hopp, Tap. Gut. Hopp, Tap. Es muss kein Ausfallschritt werden. Probier einfach nur größer zu werden. Jetzt hat mir das Gleichgewicht gerade verlassen. Hüpp, tap. Gut, nimm die Arme mit. Oben, Mitte, oben. Streck dich, Mitte. Und nochmal. Hüpp, Mitte. Go. Mitte. Bleib dabei. Und zack. Nochmal. Letztes Mal. Und Tap up. Gut, so weit, so gut. Nimm die Arme wieder im Tap up mit. Denn wir wollen ja warm bleiben. Gerne mal zur Seite. Hopp, zur Seite. Auch hier, dass die Arme ein bisschen was abkriegen. Hopp, zack. Wenn du möchtest, auch eine Faust ballen. Wie so ein bisschen Box vor zurück. Noch 4, 3. Repeater. Nochmal. Nur Repeater. Gut. So wie wir ihn ganz am Anfang hatten. Repeat 3. Gut. Wir bleiben mal 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wechsel. 1, 2, 3. Wechsel. Nochmal. Hopp. Oh. Eine zu früh. 4, 3, 2. Und wechsel. Gut. Wir bauen jetzt hier unseren Repeater ein, den wir schon kennen. Oben, unten, oben. Hüpp, zack und wechsel. Oben, unten, oben. Oben, unten und wechsel.
Streck dich, komm tief, streck dich, komm tief. Und wechsel. Hüpp. Zack. Und wechsel. Zack. Bleib dabei. Oben, unten, oben. Wechsel, letztes Mal. Nimm die Arme mit. Die Arme lässt du weg, die Beine bleiben. Oben, Tipp unten, oben. Wir verändern nämlich die Arme. Wechsel, hopp, Tipp unten, oben, Tipp unten. Nochmal. Oben, Tipp unten, oben, Tipp unten. Nochmal. Hoch, tief. Und wechsel. Spring, komm tief. Spring, komm tief. Nochmal, wenn du möchtest. Hopp, tief. Letztes Mal. Nochmal. Hopp. Und hoch und tief. Wechsel. Hopp. Tief. Oben, unten. Und noch zweimal. Go. Hüpp. Zwei ganze Blöcke. Und wechsel. Hüpp. Tap up. Gut. Zu dem nach unten. Wollen wir jetzt auch immer noch den Stepper berühren. Das heißt, wir gehen nochmal ein Level höher. Muss ich mal gucken, dass ich hier nicht allzu sehr überziehe. Let's go, komm hoch. Hoch, tipp tief. Nicht auf den Oberschenkel abstellen. Nochmal. Hoch, tief. Gerade Rücken, let's go. Keine Rundrücken. Gerade. Hoch. Und wechsel. Hopp, tief. Wir bleiben dabei, hier, zwei ganze Musikbilder. Das heißt, wir halten nochmal doppelt so lange. Bleib dabei. Noch vier. Drei, zwei und wechsel. Let's go. Hoch, tief. Bleib dabei. Hüpp. Zack. Ich würde sagen, letztes Mal. Hoch, tief. Noch vier, drei, zwei und wechsel. Letztes Mal. Hoch, tief. Die letzten vier. Halt durch. Drei, zwei. Und letzte, Tap up. Tap up. Puh. Wir machen ein kleines Cool Down. Zum Schluss, Tap schön ab. Nimm die Arme ganz locker mit, so wie es dir gut tut. Ganzer Fuß auf den Step. Noch vier, drei, zwei. Tipp mal auf den Boden. Rechts und links. Hopp. Ganz locker rechts und links. Gut, nimm die Arme locker mit. Hopp. Tipp. Schwingen, ausschwingen. Durchatmen. Du kannst gerne auch noch ein bisschen größer sein, aber nur, wenn es dich nicht zu sehr anstrengt. Hop, tap. Gut, tap mal nur front, rechts und links. Hop. Ganz locker. Hop. Bisschen shake.
Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Wir tippen mal einfach raus. Tipp rechts und links. Rechts und links. Auch hier nimm die Arme locker. Hüpp. Vier. Drei. Zwei. Tipp mal nach hinten. Tipp. Noch vier, drei, zwei, gib mir mal ein Side to Side. Hopp, tap. Die Schultern gehen mal locker nach hinten mit. Noch vier, drei, zwei. Und mal diagonal die Arme, streck dich mal lang. Rechts und links. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und Achtung, stell mal deine rechte Ferse auf den Step. Dein Popo geht nach hinten. Du schiebst mal richtig schön dein Gesäß zurück, Rücken schön gerade. Schau, dass du nicht rund bist, sondern schieb dein Po richtig weit nach hinten. Die Schultern sind weit weg. Gut, nimm mal dein rechtes Bein. Sprunggelenk schnappen. Schau, dass du nicht im Hohlkreuz stehst, sondern schieb deine Hüfte vor und du bringst hier eine richtig schöne Spannung rein. Und natürlich Balance halten. Das ist sehr wichtig. Halt nochmal. Noch vier. Drei. Zwei. Und langsam ablassen. Ferse auf den Stepper-Popo nach hinten. Komm auch hier richtig schön in die Oberschenkelrückseite. Gut, auch hier schnappst du dein Sprunggelenk. Schieb auch hier wieder die Hüfte vor. Spannung im Oberschenkel. Spüren. Und hier Brust raus. Öffne dich. Gern kannst du zum Balance halten auch den Arm zur Seite nehmen. Stell mal langsam deine Füße auf, mach dich mal zum Hohlkreuz und komm mit runden Rücken wieder hoch. Und nochmal, auf zwei. Tief, tief, hoch. Tief und hoch. Letzten, vier, drei, zwei und dann bleib oben. Streck dich aus, mach dich ganz, ganz lang, alles auseinanderziehen. Atme tief ein und beim Ausatmen durchschwingen. Einatmen hoch, ausatmen, durchschwingen. Schüttel dich, mach dich locker. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich würde mich super, super freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wie es dir gefallen hat. Und natürlich wäre es klasse, wenn du vielleicht noch den einen oder anderen kennst, der vielleicht Bock hat auf so eine Cardio-Stunde. Denn jetzt ist es draußen nass, es ist kalt. Man kann trotzdem draußen laufen gehen, definitiv, und Frischluft schnappen. Aber vielleicht hat man darauf nicht so Lust und dann ist doch ein Cardio-Training mit dem Stepper unheimlich gut. Ich wünsche dir einen super, super schönen Tag. Wie gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen und Daumen hoch für dich und vielleicht auch für mich. Bis ganz bald. Ciao, ciao.